Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 mit dem Justin. Servus. Und dem Martin. Guten Tag. Ja, Martin, ich fahre dir jetzt die Kurse ein für den Obsthof. Ja, let's go. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Weiß einer zufällig, wo der Fronder da für den Johnny steht? Ja, am Wohnhaus, da wo der Rübenruder steht, da steht noch ein Strautmann. Oder dahinter, wo der. Ach, da, ich glaube, hier steht der Feld von da. Oder steht da. Ja, und kannst du beide nehmen. Oder steht da hinten an der. An der anderen Scheune, da wo die Trecker sonst immer drin stehen. Da an der Ecke. Ah, ja, genau. Wir müssen da auch die Mist, die Vorkraftfahrer sein. Die brauche ich. Martin, wärst du denn vielleicht gleich so nett, einmal die neu eingefahrenen Punkte zu sortieren? In der Autodrive-Liste? Mhm. Einmal Mühle 2 in extra Ordner und einmal für die Joghurtfabrik. Mhm, wenn ich das hinkriege, ja. Oh, bestimmt. Glaube ich nicht. Jetzt im Standard drin, oder was? Ja. Da schmeißt du sie ja immer zu Anfang rein. Lange nicht mehr gemacht ist das Problem. Du bist im Thema, ich wollte keine beiden machen und jetzt mache ich wieder beiden. Nee, eigentlich räume ich hier gerade nur auf. Scheiße. Warum fährt denn der jetzt hier nicht los? Ich hab keine Lust zu arbeiten. Torf und Kompost musst du hier nur hin, ne? Oder musst du ja auch noch. Ne, Wasser auch noch. Wohin? Aber da müsste eigentlich laut. Laut Liste müsste das eigentlich fast alles, da muss Torf muss dahin. Ja. Wir müssen einmal Diesel unten zur Torfproduktion bringen noch. Dieselproduktion müsste eigentlich relativ voll sein. Ich muss mir jetzt erstmal meinen Punkt suchen, wo ich den Kurs hier abgreifen kann. Mache ich mal die Rocken auf 5 Stück hoch, ne? Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Hm. Boah, ich schon Tor gefahren. Nee, du meckerst mich noch einmal, wenn ich irgendwo gegenfahre. Martin verdient doch Geld, er darf das. Ach so! Und ich schieb hier gerade Paletten durch die Gegend. So, jetzt habe ich meinen Punkt, jetzt kann ich erstmal fahren. Aha, gleich besser mit Gabelstapler. Was ist denn GC beladen? Global Company. Achso. Also, Global Market soll das sein. Funktioniert das wie hier? Wie kann ich das denn jetzt? Warte mal, Joghurtabholung. Die kannst du einfach ziehen. Ja, ich muss ja immer einen neuen Ordner erstellen, oder nicht? Ist da nicht oben das Plus drinne? Oben rechts in der Ecke? Ne, das ist einfach nur so eine Lupe und so ein Pfeil nach oben. Ich geh mal auf den Bearbeiten-Modus. Also ja. Wo du sie bearbeitest, dann ist da ein Plus drin.
Ordner verwenden. Ja, und denn? Dann kannst du oben in der Liste, da wo die Lupe auch ist, da ist ein Plus dann drinne. Ordner verwenden? Ja. Bei mir ist aber kein Plus da oben drin. Achso, da wo du dieses Ausrufezeichen musst du aktivieren, dass du die Kurse siehst. Achso. Und dann ist das Plus da. Sofort könnt ihr mich Stapelmeister nennen. Ich bin gut. Ich komme in eine Obstplantage oder was? Obstplantage, hört gut an. Ja. Was haben wir noch? Ja, nicht, ne? Joghurt und Obstplantage, ne? Mühle 2. Achso, ja. Müssen wir gleich mal ausprobieren, ob das so klappt oder ob ich die tatsächlich da rückwärts reinfahren muss. Mir ist jetzt wieder ein Bein Business. Alk auffüllen packe ich mal auf dem Hof mit drauf. Dann. Auf Kompost Pflaum gehört so. Wo geht das jetzt hin? Das Montage. Achso, die hast du schon gerade eben. Ja, jetzt kommen die interessanten Kurse gleich. Alter! Was machst du denn da? Nee, muss ich bist du fertig bist, sonst geht das nicht. Was denn? Du schmeißt mich jedes Mal, immer wenn ich das Ding gerade runterziehe, schmeißt du mich raus. Ich mach gar nichts, ich fahre. Dann muss er mich trotzdem irgendwie mal wieder rausschmeißen, komischerweise. So, wo sind wir denn jetzt hier mit unserem Traktor? Wo ist denn jetzt unser mein Traktor? Der steht hier noch rum, gut. Nee, der ist hier gerade wieder hingefahren. Ja, den hole ich jetzt. Guck mal an, wie toll ich hier das stapel. So, den lassen wir jetzt erstmal Mühle 2 mal einmal anfahren hier. Genau, alles mal durchtesten, ne? Getreidesilo fahren. Jetzt Mühle 2. Anlieferung. Roggen. Eine Tour. Torf oder Kompost kannst du auch schon testen. Ja, ich muss erstmal, wollte ich gleich nochmal einen LKW Diesel zur Torf. Muss gucken, was da oben an der Torffabrik ist. Dafür muss ich mir erstmal gucken, was jetzt hier Torf. Was haben wir denn jetzt hier Torf? Torf sind 20.000, da muss erstmal Diesel hin.
Mühle hat 80.000 drin, das reicht erstmal. Mehl haben wir eigentlich auch genug. Warte mal, muss ich jetzt erstmal abhängen, also Diesel holen. Steuer hier ordentlich gestellt. Nicht im Weg, der ist automatisch dahin gefahren. Da steht aber trotzdem im Weg. Ja. So, Magas, ich habe hier alles unter Kontrolle. Fährt erstmal eine Ehrenrunde durchs Dorf hier. Bin hier mit deinem Güllezubringer eigentlich. Achso, ja, der kann auch wieder weg. Den wollte ich eigentlich noch weggenommen haben. Da krieg ich eine Schnappatmung. Ne, ich hab den Stabler umgefahren. Bei deinem Bein, hier kriegst du Schnappatmung, ne? Muss ich erstmal aufräumen. Chaos. Was ist der denn hier abgebogen? Warum biegt der hier ins Fahrsilo ab, wenn ich den zum Mistlager schicke? Oh. So, Obsthof sollte fertig sein. Sollte fertig oder ist fertig? Sollte. Muss mal alle ausprobieren, ob die alle klappen. War jetzt noch irgendwo was anzufahren? Also so spontan fällt mir erstmal nichts ein. Das ist gut. Sieht denn der Roggen aus? Der sieht ja ganz grün aus. Was ist mit dem passiert? Grünroggen? Ja, wahrscheinlich. Grünroggen, genau. Sieht doch ein bisschen merkwürdig aus. Der ist schlecht geworden. Der liegt schon so lange. Ja. Ja. Schlechte Lagerung. Seit 6 Jahren liegt er da drin. Mindestens. Wenn du ihn mit Wasser verdünnst, hast du Schnaps. Nur diese 5 Beine verarbeite ich noch und dann reicht er doch. Ja, und dann müssen wir demnächst mal die Kurse testen, ne? Ja, den teste ich jetzt mal, gucken, wo der jetzt hinfährt. Da bleibe ich erstmal drauf sitzen. Die 6R lasse ich hier erstmal an der Pelletfachhalle stehen, ne? Mhm. Der Stapler kann ja auch bleiben. Oder brauchst du den irgendwo, ne? Mhm.
Gut, ich teste auch mal einen Kurs. Ich fahr mal Milch. Warum liegt da so ein Riesenberg Stroh? Verdacht. Wie so ein Riesenberg. Ah, was für ein Riesenschwatz liegt denn da? Zucker konnten wir so transportieren, ne? Dann lasse ich den auch gleich mal los. Aber das war im Lagerhaus, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Naja. Ich weiß nicht, wie viel in der Zuckerfabrik schon drin ist. Keine Ahnung. Den lassen wir die doch mal fahren. Ich glaube, mehr wie 100.000 geht da so nicht rein, ne? In den Produktionen immer, ne? Meistens nicht. So, 100.000 Milch bei der Kühe abgezapft. Will sich einer mal meinen Stapel Kunstwerk hier angucken? Nein. Wie viel ist denn da noch drin bei den Kühen? Keine Ahnung. Ich habe einen Autodrive gerade an. Achso. Da dürfte aber noch eine ganze Menge sein, ne? Weil Milchmax müssen wir auch nochmal leer fahren und voll machen. Die Gras muss ich auch noch. 75.000 sind noch drin. Nur die Kühe noch ein bisschen Futter geben, was wieder Milch produziert. Ich glaube, normale Milch haben wir gar nicht im Lager drin, ne? Die haben wir verkauft, glaube ich, damals, ne? Da haben wir einen riesen Haufen verkauft von, ja. Da müssen wir die Kühe noch ein bisschen Futter geben, damit die wieder ein bisschen Milch produzieren jetzt. Mal gucken, ob er jetzt die Mühle anfährt hier. Ich gucke, ob er die Joghurtfabrik anfährt. Hast du ihn mit dem Ladewagen eingefahren oder was? Ja. Oh, das müsste aber gehen hier auch nicht. Ist auch nicht das Tor ist groß genug. Ja, aber deswegen habe ich den Ladewagen gelassen. Weil der ist ja doch der, der doch am meisten schwingt, ne? Ja, auch allein von der Länge her muss es ja, ja passen. Ja. Ja cool, das passt schon mal. Dann schicke ich den jetzt mal zum Torfwerk. Sonst lad erstmal Kompost vom Hof. Achso, das haben wir ja auf oben. Lager. Und dann einmal nach oben zur Obstfabrik. Oder zum Obsthof. Kompostmaß, ist da was drin? Ich glaube ja. Da kannst du aber nichts abfahren, ne? Da steht nur Anlieferung und Diesel. Ja, okay. Den Abfahrträger habe ich noch nicht eingefahren dann. Na, dann fahre ich da mal erstmal ran. Aber wir haben Kompost am Lager. Ja, ich weiß, ich habe das schon zweimal leer gefahren, das Ding. Und dann hast du gesagt zum Obsthof. Obsthof. Dorf, Kompost, Pflaumen. Ja, Pflaumen oder Kirschen ist egal. Ich will nur wissen, ob er die Trigger fährt und ob er die findet. Oh, hi, Chef. Hallo. Kompost. Let's go. Hast du mein Stapelkunstwerk gesehen? Nein, hab weggeguckt. Oh Mann. Diesel sind drin. Warum lädt er hier wieder keinen Diesel ein? Das Problem hatten wir irgendwie schon öfter. Ich hab doch extra das Dieselfass. Aber das Problem habe ich irgendwie jedes Mal. Ich krieg da selber krieg ich da nichts aufgeladen. Aber das Fass kann doch Diesel machen.
Das war ein 100.000er Fass, der kann auch Diesel tanken. Das ist das, wo ich dir schon dreimal, glaube ich, gesagt habe, ich glaube, ich bin zu doof dazu. Jetzt füllt er auf einmal. Ja. Mal gucken, was hier noch an Früchte alles her muss. Kannst du, wenn du da oben bist, einmal kurz zum Lagerhaus gucken? Ich glaube, mein Träger hängt da fest. Ja, kann sein, dass da ein LKW drin steht. Ah, okay. Eigentlich ist genug drin hier. Warum fährt denn jetzt hier nicht los? Achso, war nicht. War nur 50. Haben wir gerade ein Autoload-Plattformwagen frei? Autoload müsste eigentlich alles frei sein. Wo wolltest du hin? Zum Lagerhaus? Beim Lagerhaus soll er Zucker abholen. Ich glaube, der steht davor. Abfahrt, Stablager. Ja, da steht ein anderer, da steht der LKW drin. Ne? Ja, deswegen fährt er nicht rein. Jetzt schick LKW kurz zum Hofwarteplatz oder so. Nee, der kann Hamich abholen. Warte mal, Hamich. Oder so, ja. Milchmax. Nee, Kompostmaster nicht. Milchmax. Milchmax Bladen. Lagerhaus. Hamich. Einmal. So, jetzt fährt er das erste Mal zur Joghurtfabrik. Und das sieht gut aus. Kompost, was kann denn da rein? Mist, glaube ich, ne? Stroh und Mist. Oh, oder Stroh und? Beides. Muss beides rein, oder? Nee, kann beides. Achso, okay. Wir wissen jetzt da, hier Milch hat er angefahren. Ach, der ist ja voll, der Kompostmaster. Oh, passt ja. Wie viel ist jetzt hier drin? 27.000 ist noch drin, okay. Da, ich lasse ihn dann nochmal Milchmax Milch fahren, ne? Da kommt mein Zucker. Den will ich mir noch angucken und dann sind wir am Ende. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich mach grad Gabelstapel-Experimente. Oh je. Ja, ist doch eine tolle Idee mit dem Gabelstapler und dem Plattformwagen, oder? Hm. Aber sowas kann man ruhig. Tja, das ist wie ich auf dem Hinterhof von einem Autohöker heute gesehen habe. Dass die mit dem Bagger Autos an der Stoßstange aufhängen und auf dem Abschleppwagen raufhiefen. Und in dem Auto sitzt einer drinne. Geil. Habe ich mir nur gedacht, so Alter, seid ihr irre? Finde ich super. In 21 sein. Die Motorhaube, also die Frontstoßstange, die hing schon vor der Motorhaube. Weil sie die daran hochgehoben haben, ey, die sind. Oh. So was darfst du keinen erzählen, ey. Papa, guck mal. Hm? Guck mal, siehst du da einen Tausender Fan? Steffel, gerade bist du auch gerade am Hof? Nein. Alle. Diesen Strohhäcksler da vorne an der Saatgutproduktion, das ist doch. Da kannst du doch Häckselgut draus machen, ne? Oder nicht? Nee, da kannst du Ballen reinschmeißen, die dann verhäckselt werden. Ja, dann kommt Häckselgut raus, oder nicht? Nee, Stroh. Was fährt denn der Zubringer-LKW hier noch? Diesel nach zum Torfwerk.
Also da kannst du Ballen rein. Das ist so ein Ballenzerrer, kleinerer. Der macht aus Ballen halt wieder Stroh. Wie wir auf der Multimap hatten. Weißt du, da haben wir doch die Ballen gesammelt, da reingefahren und dann Stroh da abgeholt. Okay, weiß ich gar nicht mehr. Nicht? Nee, ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Oh Mann. Ja, die Multimap ist schon so lange her. Ach so. Na, das war schon cool. Das war ja, da war es ja mehr oder weniger nur noch Disponent zum Schluss. Ja. Da hast du ja dann noch Arbeiten verteilt. Hat 931 Einnahmen? Ich versuche gerade Pellets zu verkaufen. Achso. Aber es funktioniert mal wieder nicht. Was hast du da gemacht beim letzten Mal, dass das funktioniert? Rangefahren und dann R gedrückt zum Abladen. Und dann hat er die vom Wagen runtergenommen und verkauft. Ach, du drückst R? Ich drück Z, oder und dann zieh die da. Oder Z oder sowas. Z musst du doch drücken. Du hast ihn doch da platziert, oder nicht? Ja, dann bin ich einfach nur rangefahren und hab Z gedrückt. Dann hat er die vom Anhänger runterverkauft. Und dann waren sie wie ICH. Ja, das war aber ein größerer Verkauf jetzt. Guck mal, ich mach auch Business. So. Wunder mich, warum der hier so langsam fährt. Der Tempomat hängt nur auf 20. Welcher denn? Der gute 1050. Hab ich nicht gehabt. Ja, jetzt fehlen hier nur noch Kirschen und Pflaumen. So, jetzt ist er auf dem Weg zum Obsthof. Da bin ich ja mal gespannt, ob er den Kurs hier. Oh ja. Ist er da in der Nähe schon? Da oben ist er ja. Da, wo du drinnen sitzt, ne? Ja. Hey, das gucke ich mir jetzt tatsächlich nochmal an. Das dauert ja nicht mehr lange. Das will ich nochmal in der Aufnahme haben. Ja. Da bin ich gespannt, ob das echt funktioniert, weil ich bin jetzt nur davor lang gefahren. Ich hoffe, ich muss da nicht rückwärts rein. Martin wird mir gleich zustimmen, dass die Auffülltrigger echt Horror sind, wo du die Pflaumen und sowas abholst. Die musst du dir mal angucken. Ich war ja oben schon mal, hab ja schon was hochgefahren. Hast du auch schon weggefahren hier? Kirschen nee, abgeholt? Gefüllt. Wir haben die damals, wo die letzten Folgen, wo wir die Anlage in Betrieb genommen haben. Ja, das geht ja noch. Aber da, wo du die Kirschen und sowas abholst, das ist Hölle. Ja. Kannst du mal kurz aussteigen, dann zeige ich dir das einmal schnell. Der muss eh erst nochmal um die Ecke hier kommen. Pass auf, komm mal hier. Ja, hier in der Halle ist doch ein Rohr. Und da hier ist Pflaumen und hier hinten sind die Kirschen. Ja, ich hab da schon mal irgendwann sogar schon mal leer gefahren sogar. Da fahren wir die Kurse ein. Das hier müsste jetzt hier Kompost. Kompost, Torf, Kirschen. Kompost für Kirschen. Wie, durch den Zaun durch? Nee. Das ist eine Einfahrt. Das ist eine Einfahrt. Kompost, Torf für Pflaumen. Ja, ich habe jetzt eingegeben. Weiß ich gar nicht, was ist denn hier oben? Was hat er denn jetzt hier? Okay, der Trigger ist, glaube ich, da. Da muss man da nach vorne, denke ich mal. Das ist jetzt. Ja, mach mal, ich steige aus. Ne, haben wir jetzt beide. Hast du jetzt einmal für Torf und einmal für Pflaumen? Ja, einmal für Torf und einmal für Kirschen. Mein Gott, einmal für Kirschen, einmal für Pflaumen. So. Genau. Ja, er kippt ab. Wir schicken jetzt noch mal einmal zum Hof hin, zum Getreidelager abholen und hier für die anderen. Oh, warte. Mal gucken, was mein LKW hier macht. Wo steht der denn jetzt hier? Ach, du ahnst es ja nicht.
Die fahren hier Wege, wo die gar nichts zu suchen haben eigentlich. Ich schicke immer nach Hause hier. Der braucht hier nicht stehen. Jetzt ist kein Nerv zu. Ich will noch schnell den zweiten Trigger einmal testen, ob er den erwischt. Was fest. Oh, was? Wo? Lagerhaus, Joghurt, Zucker. Der Trecker hängt fest. Oh. Hier. Bist du ein bisschen dicht rangefahren vielleicht? Aber vorhin hing er auch nicht fest. Ja, wie viel ist denn jetzt hier? Wie viel Joghurt, Zwiebel, Zucker? Wie oft hat er denn jetzt hier schon hergefahren? Einmal ist er erst gefahren. Ja, da hängt er am Fass fest. So, jetzt der Trigger passt. Wo sollte der hin? Getreidesilo beladen und dann eine Box weiter da. Achso, auf den zweiten Torf. Ja. Hof, Getreidesilo beladen. Gut, aber ich würde sagen, wir sind am Ende. Und dann sag ich mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.